Hallo Leute, da sind wir wieder. Tropico 5, Teil 13 von unserem Sandkasten. Und hier verlässt uns gerade ein Kreuzfahrtschiff. Hat wohl ein paar Touristen gebracht. Sehr schön. Ich hoffe, die haben hier auch was zu tun. Sachen hingestellt hätten wir eigentlich. Und wir warten hier auf die Vollendung des Raumfahrtprogramms. Denn dann steigen wir in der Epoche auf. Darauf warten wir jetzt schon doch ein, zwei Folgen. Ich habe es ein bisschen zu früh angekündigt gehabt. Habe ich so das Gefühl, weil es gab noch eine Folge dazwischen, wo wir eben nicht aufgestiegen sind. Naja, jetzt werden wir aufsteigen. Gut, lasst uns mal die Häfen kontrollieren. Ich habe es doch geahnt, da haben wir wieder etwas, wieder ein Schiff mehr, wo wir Sachen handeln können. Ja, Gold. Gold gibt am meisten Geld. Und apropos Gold, ich wollte schon lange mal eine Schmuckfabrik hinstellen, denn wie es so ist in diesem Spiel, die Rohstoffe allein, die bringen zwar Geld, aber viel mehr Geld bringt es, wenn man Produktionsketten anlegt. Und Gold kann natürlich weiterverarbeitet werden zu Schmuck. Und deswegen machen wir hier eine Schmuckfabrik. Aber wir machen die in die Nähe von dem Kraftwerk. Passt das dazwischen? Das passt. Bitte schnell bauen. Das hat jetzt natürlich eine Stange Geld gekostet, nutzt aber nichts. Und wenn wir dann aufsteigen in die nächste Epoche, bin ich eigentlich immer noch relativ zuversichtlich, dass wir da die Insel mehr oder weniger voll kriegen. Hoffe ich zumindest mal, denn wir haben ja immer noch ungenutzte Ressourcen hier. Also wir können noch Geld verdienen, das werden wir auch machen. Wir haben 5 Arbeitslose. Könnten wir eigentlich nochmal einen Hafen hinstellen. Denn das bringt halt doch naturgemäß am meisten Geld, der Handel. Was soll sonst Geld bringen? Also, wobei, uno momento. Hier hinten machen wir eh schon einen Hafen, da machen wir noch einen zweiten hin. Dann geht nämlich dieser eine Hafen hier auch nicht vergessen. Das war ja ein bisschen meine Befürchtung der letzten Folge. So, den müssen sie eigentlich auch schnell bauen. Da ist aber noch nicht viel passiert. Und jetzt gibt es hier noch einen Parkplatz, wollte ich gerade sagen. Aber da kommt wieder der Herr Oxworth. Verdammt gute Leistung, diese Friedensgeschichte. Mir stehen Tränen in den Augen. Wollen wir mal sehen, wie wir davon profitieren können. Ja, auf Seite der UN. Moment, da muss ich doch erst lesen. Frieden ist ganz hervorragend, doch am Ende des Tages haben wir unsere eigenen Sorgen und Nöte. Auf wessen Seite stehen wir offiziell? Auf Seite der UN, plus 15.000 in die Staatskasse, plus 20 USA-Beziehungen. Plus 20 UdSSR-Beziehungen, wenn ich jetzt gerade mal so auf Anhieb wüsste, wo wir schlechter stehen. Oder sollen wir die 15.000 nehmen? Geld haben wir eigentlich. Geld kann man aber natürlich immer gebrauchen. Hm. Da ich nicht weiß, wo wir hier ein Minus haben, ein Defizit in den Beziehungen, nehmen wir das Geld. Wie gesagt, kann man immer brauchen. So, und jetzt das, was ich vorhin machen wollte, hier noch einen Parkplatz hinstellen. Unwissend, was es bringt, aber in der Annahme, es kann nicht schaden. Ja. Was haben wir hier noch? Die Ölraffinerie. Auch schnell bauen. Ja, die müssen eigentlich alle schnell bauen. Müssen wir mal gucken. Den stellen wir mal ein. Ja, hier fehlen 2 Leute. Das kann eigentlich nicht der Grund sein, warum die nicht wirklich in vernünftigem Tempo bauen. Hier fehlt einer. Hm. 2 Baubüros, fast voll besetzt. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Und hier haben wir einen Verkehr. Heiliges bisschen. Schiff an Schiff. Ja, ich hoffe, die wissen noch, wo sie jeweils hin müssen. Der versucht hier gerade rauszukommen. Der versucht reinzukommen. Exportiert Medikamente. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gewusst. Da sieht man ja sogar, wenn man auf Schiff klickt, was die gerade machen. Der exportiert hier Zigarren. Sehr schön, gut. Geht das hier auch? Nee. Was sollte hier auch funktionieren bei dem Teil? Das transportiert einfach Touristen. Wobei man könnte ja eigentlich hinschreiben, wie viele an Bord sind. Wobei es fährt weg. Dann hoffe ich mal, sind keine an Bord, denn die würden ja sonst die Insel verlassen. Das wollen wir ja nicht. Das ist die Militärbasis. Ich wollte eigentlich eine Schule. 11 von 11, das heißt, wir stellen hier mal noch einen Gastarbeiter ein, denn es sind eigentlich 15, die da reinpassen. Jetzt ist die Fahrzeugfabrik freigeschaltet. Dankeschön. Wir wollen aber hier mal noch die Aufgaben angucken. Erlassen Sie die Verordnung Gipfeltreffen.
30.000 in die Staatskasse. Na, das nehmen wir mal an. Und dann gehen wir mal gucken. Kostet 10.000 und erhöht die Auslandsbeziehungen 5 Jahre lang. Okay, dann nehmen wir das mal an. Haben wir 20.000 verdient. Und jetzt kriegen wir schon wieder Geschenke. Nochmal 15.000 in die Staatskasse. Nö. Jetzt machen wir mal die amerikanischen Beziehungen. Das war jetzt aber nett. Lauter positive Sachen. Ah, der Flughafen ist fertig. Sehr schön. Was können wir hier noch machen? Diplomatenflüge. Auslandbeziehungen steigen um 10 Punkte. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon. Budget steigt dafür. Das lassen wir mal noch. Charterflüge. Das bringt mehr Gewinn ein. Das könnten wir mal machen. Gut, und da kommt auch schon ein Flugzeug. Sehr schön. Jetzt könnten wir mal noch was Touristisches machen, wenn wir hier schon einen Flughafen haben. Und zwar mal noch ein Billighotel hinstellen. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, noch nirgends. Kann das sein? Hat das auch Effizienz? Das hat tatsächlich auch Effizienz. Wie gefällt es euch hier am Wasser? Nicht so. Hier haben wir 100. Geht's über 100? Wer bietet mehr? 89. Auch 100. Ja, stellen wir es doch mal neben das Raumfahrtprogramm. Ja. 103. Höher sind wir jetzt sowieso nicht gekommen. Das ist noch in der Nähe vom Flughafen. Das passt. Wir haben in der Kaserne. Haben wir denn irgendwo einen Parkplatz hier beim Flughafen? Nö. Warum das denn? Das wäre doch eigentlich soweit noch naheliegend, dass man hier Parkplatz hinstellt. So, und jetzt neige ich dazu, hier mal wenigstens einen Hafen schnell zu bauen und trara, da sind wir in der Neuzeit. Sehr gut, aber bevor wir es jetzt vergessen, gehen wir hier schnell mit dem Tempo runter. Ah, sehr gut, dass ich das nachgesehen habe, denn Neuzeit, neue Epoche, gleich alle Handelsverträge wurden gekündigt, also müssen wir das jetzt sowieso neu einrichten. Und ich stelle entsetzt fest, wir können noch gar nichts handeln. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch einen Moment. Ah, hier haben wir das Raumfahrtprogramm. Da arbeitet noch keiner. 3000. Ja, stellen wir mal 2 ein. Wir haben ja Geld. Daran soll es beim besten Willen nicht scheitern. Jetzt mal nochmal bei der Schule gucken, bevor ich es vergesse. Eigentlich haben wir hier doch einen Gastarbeiter eingeladen. Wo ist der denn wieder hingegangen? Hat wohl den Job gewechselt, der Vogel. Hier haben wir die Schmuckfabrik. Hier wird aber noch nichts gemacht. Dann erhöhen wir mal die Arbeitsqualität. Nö, nö, nö. Weniger Rohstoffe, das ist auch gut. Ach so. Hier arbeiten eigentlich Leute, aber die haben noch keine Rohstoffe. Gut, da müssen wir mal gucken, ob hinten die Mine steht. Aufrührer, Taktiker. Den nehmen wir mal, denn die Goldfabrik, die sollte nicht unbedingt zerstört werden, wenn dann mal ein Angriff folgt. Hier nehmen wir noch einen Erfinder. Und die Kapelle kriegt noch einen Aufrührer. Kapelle ist gut. Kathedrale. So, wo war es denn jetzt hier? Die haben wir noch gar nicht gebaut, die Goldmine. Oh, oh, oh. Kein Wunder hat da die Schmuckfabrik keine Ressourcen. Das passt hier irgendwie nicht hin, weil die blöde Straße im Weg ist. Gut. Dann wird die olle Straße eben abgebrochen. So, jetzt den ganzen Spaß nochmal. Wo warst du? Hier. Irgendwie immer noch nicht. Ah! Naja, guten Morgen, Herr Heisenberg. Das Teil ist im Bau, kostet 8000. Okay, das machen wir. Jetzt müssen wir aber die Straße wieder hinstellen. Das war ja jetzt ein Schildbürgerstreich seinesgleichen. So, gut, steht. Machen wir gleich mal sämtliche Verbesserungen. Denn Gold ist natürlich relativ wichtig. So, dann müsste das dann hier auch klappen mit der Versorgung der Schmuckfabrik. Würde ich dann doch mal meinen. Und hier haben wir einen Riesenstau. Können wir denn? Ja, eigentlich können wir. Jetzt können wir U-Bahn-Station bauen. Genau. Das machen wir jetzt auch mal. Einmal.
Was kostet so ein Teil? 7000, das ist teuer. Aber natürlich wichtig. Dann können wir hier noch eine hinmachen. Dann haben wir von da nach da. Und natürlich hier. Beim Flughafen wollen wir auch eine U-Bahn-Station. Und ganz am Hafen unten vielleicht noch. Hafen ist gut. Wir haben so einen breit angelegten Hafen. Das ist natürlich schwierig. Wir können das nicht irgendwie bei einem einzelnen Hafen hinmachen. Aber hier hat es noch ein schönes Loch. Hier passt doch das dazwischen. Ja, wunderbar. Gut. Das hat jetzt ordentlich Geld gekostet. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen investieren. Und hier erhöhen wir mal das Budget. Sonst haben wir hier dauernd keine Leute. Verbesserung. Auch gleich einstellen. Und schon arbeitet hier einer. Sehr schön. Haben wir denn noch irgendwas, was wir erledigen könnten? Hier. Erlassen Sie das Verordnung-Impfprogramm. Erlassen Sie die Verordnung-Impfprogramm. Nehmen wir mal an. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich bei den Verordnungen, nicht bei der Verfassung. So, Impfprogramm. Das kostet zwar wirklich Geld, aber das bringt auch was in Sachen Gesundheit. Denn wir sind hier nur noch auf 58%. Da müssen wir aufpassen. Präsidente, die Nationalisten sind stolzer, sie zuvor Tropikaner zu sein. Sie wollen sich von ihren wertvollsten Dingen trennen. Das ist schön, das wäre das Geld wahrscheinlich. Wählen Sie eine ihrer Belohnungen. 3 kostenlose Polizeiwachen. Ja, das mache ich doch glatt. Das ist doch mal eine gute Sache. Wo haben wir es denn eher rot? Hier unten bräuchten wir mal noch eine Polizeiwache. Einmal. Gleich schnell bauen. Und gleich Verbesserungen. So, dann müsste eigentlich das Thema Sicherheit, dürfte kein großes Problem mehr sein, wenn die dann mal stehen. Auch schnell bauen. Und jetzt haben wir noch eine, wenn ich es richtig sehe. Frei, genau. Hier unten haben wir eigentlich eine. Hier ist es aber immer noch relativ rot. Dann machen wir hier noch eine zweite hin. Wenn es dann halt so viel Polizei braucht dort, dann braucht es die. Das können wir nicht ändern. Vielleicht lässt der Stau ja dann mal nach, wenn die ganzen Metrostationen stehen. Das geht jetzt natürlich wieder einen Moment. Und hier sehe ich noch Blechhütten. Und Blechhütten wollen wir ja nicht. Geld haben wir eigentlich immer noch genug. Machen wir hier mal noch eine Mietskaserne rein. Passt die? Passt genau nicht. Schade eigentlich, passt die hier hin? Nee, doch. Gut. Die bauen wir auch schnell. Denn Wohnen ist wichtig. Ganz klar. Jetzt sind wir hier wieder auf 61%. Nee, die brauchen wir nicht zu modernisieren, denn wir brauchen ja für die weniger wohlhabenden Leute auch eine Wohnung. Das habe ich ja letztes oder vorletztes Mal noch gesagt. Das ist hier irgendwie tatsächlich so, dass die dann sonst nicht in die teuren Häuser gehen, obwohl eigentlich das Wohnen gar nichts kosten würde. Zumindest ist das so eingestellt, dachte ich. Oder man kann es eben gar nicht einstellen hier. Das konnte man im Vorgänger. Komisch. Naja. Hier mal nochmal durchgucken. Ah, jetzt haben wir ja hier noch die Neuzeit, wo wir neue Sachen machen können. Was gibt's da denn alles? Drogenlegalisierung? Nee. Eine Mitfahrzentrale. Oh, das klingt doch gut. Senkt die Anzahl der Menschen, die Autos benutzen. Das erlassen wir mal, denn dann lässt der Stau hier unten vielleicht auch mal nach, weil die kommen überhaupt nicht mehr vorwärts und das ist natürlich schlecht fürs Transportwesen. Was haben wir denn hier sonst noch? Genmanipuliertes Getreide. Die Bürger benötigen weniger Nahrung. Machen wir auch mal. Weniger Nahrung rauchen kann auch nie schaden. Soziale Manipulation. Nee. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Hallo? Abbrechen. Das möchte ich erstmal lesen. Steigert die Beliebtheit einiger beliebigen Fraktionen auf. Drin ins Lernen senkt dann wieder andere. Nee, das wollen wir nicht. Gleichgeschlechtliche Ehen. Das wird die Kirche wahrscheinlich nicht so toll finden. Die Stammzellenforschung. Dann erzeugen die Kliniken und Krankenhäuser Forschungspunkte. Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht.
Denn wir haben ja eigentlich, wenn wir die drei Sachen hier fertig haben... Oh doch, da gibt es ja noch einiges zu erforschen. Gut. Nee, aber wir müssen mit dem Geld aufpassen. Das lassen wir bleiben. Nicht, dass wir jetzt hier unsere schöne Ausgangslage für eine riesige Stadt ruinieren, weil wir überall noch Sachen bezahlen müssen, die wir eigentlich gar nicht zwingend brauchen. Das kann es nicht sein. So, und die Ölquelle kommt nun auch langsam in die Gänge. Sehr schön. Der eine Hafen hier steht, dann können wir noch schnell... Ah, oh, fast vergessen. Das müssen wir noch schnell machen. Den Handel neu einrichten. Machen wir aber in der Schnellvariante. Medikamente. Noch zwei Schiffe. Oh, wir haben noch so viele Schiffe. Konserven. Haben wir den Konserven? Machen wir Konserven? Autos machen wir noch nicht. Machen wir gleich. Aber. Aha, nee, da haben wir den falschen Rufwert bei der EU. Nicht falsch, sondern zu schlecht. Ich sehe schon, wir müssen hier einige Schiffe, beziehungsweise einige Sachen doppelt und dreifach einstellen, denn wir haben noch zu wenig Möglichkeiten zum Handeln. Dabei haben wir einen Leuchtturm. Tja, da müssen wir mal gucken, ob das wieder besser mit den, Handelsangeboten, denn so ist das natürlich schwierig. Da geht uns irgendwann die Kohle aus, wenn hier nicht mehr vernünftig gehandelt werden kann. Gut, das war's jetzt aber mal für diese Folge. In der nächsten werden wir dann mal noch ein bisschen die Wohnbausituation angucken, damit die Leute hier aus ihren Lehmhütten rauskommen. Das ist ja kein Zustand. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.